So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich habe jetzt eine neue Speicherkarte drin. Jetzt ist dieses Zeichen auch weg mit diesem 4M. Ich denke, ich hatte auf der alten nur noch 4 Minuten. Ist ja gut, wenn einem das angezeigt wird, ne? Und jetzt gucke ich gerade, weil die Speicherkarte, die jetzt drin ist, die habe ich noch nie benutzt. Eigentlich sollte man die vorher formatieren, aber es scheint zu laufen. Ich hoffe, es geht alles gut. Gerade jetzt, wo ich hier dieses schöne Päckchen unboxen da von Lydia. Also, die liebe Lydia hat mit aufgemarschelt, durfte sie wohl Nagelfolien mit designen und jetzt hast du mir welche davon reingepackt. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich wie ein Schnitzel. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist was ganz Besonderes für mich. Ich hoffe, wir bleiben noch lange in Kontakt. Nun sage ich erstmal Tschüss und bleib schön gesund. Liebe Grüße auch an Olaf, Johannes, Mieze, Lydia. Oh, danke schön. Ja, die liebe Lydia hat zwei wundervolle Zwei, ne? Wundervolle Katzen. Ich meine, so lange, ja, wir kennen uns jetzt seit ein paar Wochen, aber wie gesagt, es ist ein sehr lieber Kontakt oder Kontakt-Tee, die wir jetzt haben durch das Tauschpäckchen und da bin ich auch ganz froh und glücklich drüber. Tausend Küsse an dich, liebe Lydia. Und ja, ich bin gespannt. Jetzt packe ich einfach mal so und dann noch so schön verpackt. Oh mein Gott. Oh, in so wunderschönem Papier. Man weiß es nicht. Ich habe aber nochmal Taschentücher. Ich freue mich. Ja, ich gucke jetzt öfters mal leider nicht euch, sondern mich selber quasi im Display, weil ich habe halt Angst, auf einmal nimmt der nicht mehr auf oder. Ja, ich freue mich einfach. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Sehr gut verpackt. Oh, was ist das? Von Chebens, den Hydro Skin Booster. Feuchtigkeitsserum. Wow, kenne ich ja mal gar nicht. Schaut mal. Gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen. Polstert von innen. Das ist sehr gut. Aufpolstern ist immer gut. Aber das ist so eine interessante Form, Bauart. Also könnte auch so ein kleiner Parfümflakon. Ist wie so Gummi fasst sich das an. Da ist jetzt ein Serum drin. Ah, schaut mal. Mit Sprühkopf. Da muss ich mal. Am Anfang muss man öfters pumpen, das kennen wir ja. Ah, da ist es. Klare Flüssigkeit. Ich mache es mir hier unten an den Hals. Oh ja, das zieht sehr, das spüre ich. Es riecht angenehm. Zieht sehr schnell ein, habe ich so das Gefühl. Wow, das ist gut. Das ist richtig gut. Toll. Also kenne ich so gar nicht und freue mich gerade mega drüber. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lydia. Kenne ich gar nicht, aber es fühlt sich schon gut an. Dann hat sie mir, Moment, ich lege das mal zur Seite. Wow, Selfie Project Glow On Hydrating Wash Off Mask. Clean Look Deep Treat Layer. Okay, schaut mal. Das kenne ich auch gar nicht. Hier sieht man, glaube ich, schon das Produkt mit diesen Punkten. Wow. Freue ich mich drauf. Das wird ausprobiert, wahrscheinlich auch dann mal mit euch zusammen, die ein oder andere. Oh, von M. Asam, da habe ich letztens hier eine gemacht. Ne, die war es nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe M. Asam, die Produkte und gerade auch die Maske und dieser neue Primer. Wunderbar. Oh, da freue ich mich mega drüber. Straffungsmaske mit Melissenextrakt. Die sind ja auch nicht günstig, die Teile, aber. Ich finde die sehr, sehr gut, sehr, sehr pflegende Eigenschaften, ganz, ganz toll. Wow, sind das die? Oh, aufgemarschalt. Da sind Folien, das sind bestimmt die, die du mitdesignt hast. Mit den Katzenpfötchen bestimmt, ne? Och, sind die schön, schaut mal. Ja, also ich glaube, die werde ich mir mal bald auf meine Nägel machen. Ich trage, ihr seht es, sehr kurze Nägel im Moment, aber das ist ja egal. Man braucht halt nicht für Nagelfolien lange Nägel. 16 Nagelfolien. Genau, steht hier. Okay, keine direkte Lagerung mit Lebensmitteln. Sollte man also nicht jetzt gleich das Schnitzel hier drauf packen. Das machen wir nicht, nein. Und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wunderschön, liebe Lydia. Die gefallen mir richtig gut.
Also freue ich mich schon mega drauf und ist ja genau meine Farbe. Dankeschön, tausend Dank. Mann, Budni Julia. Budni ist bei euch oben, ne? Da wo die liebe Lydia wohnt, da gibt es ein Budni. Bei uns gibt es leider so ein Budni nicht. Kenne ich nicht die Marke, freue ich mich drauf. Eine Q10 Antifalten-Tuchmaske mit Duo-Hyaluron, Hyaluronsäure mit Soforteffekt. Bombe. Dankeschön. Die kenne ich auch. Eine Fußmaske. Ja, sowas habe ich schon mal gemacht. Ist das, aber die kenne ich gar nicht. Sieht sehr vielversprechend aus, hier mit der Orange drauf. Ist das so eine Fußmaske? Es gab doch mal diese Masken, da konnte man sich hinterher die ganze Haut von den Füßen ziehen. Fand ich ja teilweise ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aber das kann ja hier auch was anderes sein. Ich suche gerade den deutschen Text. Fußmaske. Hydratisiert und macht Füße weich. Das ist gut. Ich habe hier durch das viele Laufen hinten an der Hacke so ein bisschen, da muss ich immer mit einem Bimsstein dran und mit so einer Creme. Mit Shea Butter, Vitamin E und Orange. Also ich glaube, das hier ist, genau. Ich glaube, das wird einfach, hier sieht man die Bilder, wie man das machen soll, ne? Ich glaube, das ist was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich denke, das ist einfach eine Fußmaske, wo man die Füße längere Zeit drin lässt und dann kann die Pflege einziehen. Freue ich mich mega drauf. Danke, danke, danke. Jetzt, das hätte dicke gereicht. Mann, hier ist noch mehr. Ach, wie süß das Papier ist. Schaut mal. Guck mal hier. Klasse. Wo gibt es denn so tolles Geschenkpapier? Da fällt mir gerade ein. Ich muss auch mal wieder. Ich habe irgendwie nur noch Weihnachts- oder Kindergeschenkpapier, aber gar nicht mehr so neutrales. So viele Sachen. Womit habe ich das verdient? Guess what? You'll be naked in a minute. What? Was ist das denn? Schaut mal. Ich und Englisch, ne? Kann mir das jemand übersetzen? Warte mal. Exfoliator for smooth glowing skin. Was ist das? Oh Mann, jetzt bin ich wieder. Liebe Lydia, was muss ich damit machen? Ich glaube, hier ist ein Pulver drin. Ich vermute mal, Original Coffee Scrub. Scrub ist doch, ist das für den Körper oder fürs Gesicht? Nee, Body steht hier. Dann wird das wahrscheinlich, oh, wie wenn, ich will nichts falsch machen. Oder ich muss einfach mal im Internet gucken. Ich vermute mal, dass das so für den Körper so ein Peeling ist, ne? Verbessert mich. Aber ich muss gucken. Mind Food Salt Mint. Wow, was ist das denn? Ist das ein von Moshi? Das ist, glaube ich. Oh, das rieche ich schon. Ich glaube, das riecht nach Zitrone. Nee, nach Mint, nach Minze. Das ist Badesalz, glaube ich, oder? Wow. Sodium, ja. Ne, Limon ist hier auch drin. Und Rosmarinextrakt. Es ist zu, aber man riecht was. Ich will es jetzt auch nicht aufmachen. Food Salt. Also Food. Ich glaube, es ist für die Füße ein Fußbad. Ja, ich muss so schmunzeln. Ich habe mal ein Geschenk bekommen und da habe ich gedacht, das wäre zum Baden. Das war so rosa eingefärbt, auch nicht auf Deutsch. Und dann habe ich aber die Person, die mir das geschenkt hat, gefragt, ist auch schon ein paar Jahre her. Ich sage, ist das für die Füße? Und dann sagt sie, nein, das ist zum Kochen. Das war spezielles. Ich weiß nicht mehr, wie sich das nannte, so rosa eingefärbt. Ganz tolles, spezielles Salz zum Würzen von Speisen. Ich hätte da bald drin gebadet. Deshalb muss ich immer ein bisschen gucken. Aber ich glaube, Food ist Füße, wa? Ja, ich mache mich hier wieder, ich weiß, aber so bin ich halt. Ich gestehe meine Schwäche. Ich kann nicht gut Englisch. Aber ich freue mich drüber. Wow, das ist ziemlich schwer. Hier mit einem süßen Aufkleber. Was ist das denn jetzt? Ich werde nicht mehr. Liebe Lydia, du hast aber, musst das Messer zücken, ganz vorsichtig. Das Tesafilm ist so stark. Und ich glaube, ich bin zu schwach heute Morgen.
das ist eine Tasse. Wow, ich liebe Tassen. Huch, da ist was drin. Eieiei, da kommt was raus. Da ist was rausgefallen, glaube ich. Oh, wow. Schaut mal. Irgendwie so ein Dekostein. Wunderschön in so einem Pink-Rot. Mit Gold drin. Wow. Das war gerade hier. Hier ist so ein Säckchen von Bijou Brigitte. Ja, so ein Geschäft habe ich auch, aber leider nicht in meiner Nähe. Da muss ich schon fast eine Stunde für fahren. Och, wie schön. Jetzt Lydia weiß, dass ich Edelsteine liebe. Der ist ja toll. Das ist ein spezieller Achat. Oh, der ist schön. Ich liebe diese Achate, die so eine Zeichnung haben. Schaut mal. Das ist ein wunderschöner Naturachat. Und der hat diese dreieckige Maserung. Ich hoffe, die Kamera kann es einfangen. Wow. Wow. Von hinten so. Wunderschön. Ich liebe Trommelsteine. Das ist für mich was ganz Besonderes. Ich liebe Edelsteine. Ich habe die gerne einfach mit, wenn ich zum Beispiel weiß, es kommt eine Prüfung, früher in der Schule auch. Oder ich muss zum Zahnarzt und ich habe ein bisschen Bammel. Dann nehme ich sowas in die Hand. Weiß mein Zahnarzt schon. Ne? Ich komme immer mit irgendeinem Stein. Der fragt mich da schon, was es heute ist für einer. Nein, aber... ja, ich habe da keine Probleme mit. Es ist wunderschön. Muah, 1000 Küsse. Mensch, so ein schöner Edelstein. Ich liebe Achate, gibt es ja so viele unterschiedliche Sorten. Ne? Rosenquarz gibt es auch Abwandlungen durchaus. Ne? Oh, wie schön. Eine wunderschöne Tasse mit Blümchen. Oh, guckt mal. Da wird mir aber demnächst der Tee oder Kaffee besonders gut rausschmecken. Toll. Wunderschön. Und dann dieser schöne Dekostein. Womit habe ich das verdient? Ich danke dir von Herzen. Da fällt mir gerade ein, ich muss mal eben, der zieht jetzt schon hier. Wer das letzte Zuschauerpostvideo gesehen hat, der weiß, der liebe Sascha hat mich auch beschenkt. Der Natural Boho von Instagram. Und der hat mir auch ein kleines Päckchen zukommen lassen. Das ist unter anderem auch Teesorten. Und das ist so ein besonderer Kräutertee, griechischer Bergtee. Prost. Und der riecht richtig, richtig gut, aber so richtig nach Kräuter. Ich liebe ja auch Naturkosmetik, wisst ihr ja. Ich mag den Geruch. Boah, der schmeckt gut. Sascha, falls du das siehst, hier ist nichts drin. Also ich tue eigentlich selten, außer in schwarzen Tee, mache ich nirgendwo Zucker rein. Aber der schmeckt Bombe. Wow. Der riecht gut, der schmeckt gut und der kann eigentlich auch nur gut tun. Und der Stein tut auch schon. Also der ist wirklich klasse. Danke, Lydia. Mensch, noch was. Und dann so viel Mühe hast du dir gegeben. Guckt euch das Papier mal an. Oh Mann, es ist immer so schade, dass man das dann mehr oder weniger zerstören muss. Aber es ist auch schön, gebe ich zu, wenn ich was auspacken darf. Wenn was eingepackt ist, man packt halt gerne, also ich packe gerne aus. Ich gestehe. Boah, der Tee ist echt lecker. So gerade im Abgang jetzt noch richtig schön Kräuter. Und da habe ich, glaube ich, einen habe ich noch davon. Wow, nehme ich noch auf. Oh, ich habe so Angst, dass ich irgendwas... Ja, die Kamera habe ich auch noch ziemlich neu von meinem Mann zum Geburtstag bekommen. Ach, guck mal, wie passend. Das Thema Tee. Oh, Abendstille. King's Crown. Kenne ich auch noch nicht. Mit Lavendel. Ich liebe Lavendel. Passt ja hervorragend. Hier ist der Tee. Auch wunderschön, finde ich, verpackt. Und passend zur... Ja, passt einfach wie A auf Eimer. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Lydia. Da freue ich mich mega drüber. Lavendel. Weißt du was? Heute ist Chorprobe. Also wahrscheinlich seht ihr jetzt später. Aber heute ist Dienstag und dienstagsabends haben wir mal Chorprobe. Und ich nehme im Moment, weil es noch kühl ist, gerne einen Tee mit. Das tut zwischendurch ganz gut, wenn man warmen Tee trinkt beim Singen. Und ich werde mir den mitnehmen. Die Abendstille kommt mit zur Chorprobe. Jetzt habe ich hier noch was in einem wunderschönen fliederfarbenen Säckchen. Die hebe ich natürlich alle auf. Und selber, wenn man dann mal was verschenkt, ist immer schön, wenn man ja in so Säckchen was packen kann. Womit habe ich das verdient?
Ich will das eigentlich gar nicht, weil. Aber natürlich freue ich mich auch, dass wir Kontakt haben. Ja. Wahnsinn. Oh nee. Noch was von. Mein Gott, wie schön. Wie schön ist das bitte? Auch nochmal von Bijou Brigitte. Also ich muss da, glaube ich, mal wieder hin, wenn ich in der Nähe, aber ich bin da so selten. Leider gibt es bei mir keinen in der Nähe mit den Perlen und diesen goldenen. Also wir haben hier Amethyst, Aventurin. Das müsste eigentlich Karneol sein. Ja. Wow. Wow. Ich muss es umtun. Es wird mich jetzt oft begleiten. Ja. Schaut mal. Toll. Und es passt. Ich habe ja relativ breit, also jetzt nicht ganz schmale Handgelenke. Aber ich finde es gerade wunderschön. Gefällt mir richtig gut, die Farbzusammenstellung, auch die Edelsteinzusammenstellung. Karneol, Aventurin, genau, und Amethyst. Splitterarmband nennt man das. Richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann. Oh Mann. Du bist ja verrückt. So, jetzt, und dann haben wir es, glaube ich. Ja, jetzt kommt noch so was Großes. Schaut mal. Wieder in diesem wunderschönen bunten Papier. Oh mein Gott. Was ist das denn noch? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Da bleiben einem die Worte kurz weg. Merkt ihr? Darauf noch ein Bergtee. Im Griechischen. Boah, ich muss, glaube ich, mal nach Griechenland. Wow. Wow. Alterra. Zeit für Gemütlichkeit. Duschgel, Handmaske und Bodylotion. Toll. Dann so wunderschön verpackt. Guckt euch das mal an. Hä? Also wir haben hier ein Duschgel, eine Handmaske und eine Bodylotion. Ich hole mal die Bodylotion raus. Richtig große Tube. Ach, du ahnst es nicht. Eine Bodylotion. Ich muss dran riechen. Ich hole mal ein bisschen raus. Ja, ich muss mich mehr eincremen. Ist eine schöne, leichte Lotion. Oh, der Duft ist aber... Der ist... Also im Moment riecht alles, was ich ausprobiere, auch eben in der Zuschauerpost, waren auch so Pröbchen drin. Oder hier, der liebe Sascha hat mir von Verfaller mit Zistrose so einen Lippenbalm. Falls jemand das Video nicht gesehen hat. Der ist auch so, da ist auch Sanddorn drin und diese Zistrose im Moment, also ich kann mich nicht beklagen, genauso gut riecht das jetzt hier. Es ist was Reichhaltiges, das spüre ich, aber nicht so, dass es nicht wegzieht. Es dauert vielleicht einen Moment. Ich freue mich mega, das riecht so, es riecht leicht zitrisch, ja, Orange, aber auch irgendwie verträumt. Eine verträumte Orange. Und dann noch eine Handmaske. Eine Hand, also hier steht wirklich Handmaske. Heißt das jetzt, ich darf das zwischendurch. Ich denke, das ist wie eine Handpflege. Oh, ich freue mich gerade. Jetzt habe ich von diesem tollen Duft auch noch eine Handmaske. Ich mag einfach Naturkosmetik. Es gibt ja auch einige, kann ich auch verstehen, die mögen das gar nicht riechen oder so. Also ich... Obwohl, eigentlich kann ich es gar nicht verstehen, weil ich finde es so angenehm in der Nase und so beruhigend oft, ne, diese Kräuterdüfte. Toll. Ist auch eher was, man spürt, es ist reichhaltig und das ist auch gut so. Das als Handmaske vielleicht ein bisschen, vielleicht, manche machen das ja, die tragen sich das richtig dick auf, massieren das ein und ziehen sich so, gibt ja diese Handschuhe, ne. Toll. Und jetzt kann ich auch noch duschen. Ein Duschgel. Ich bin echt am Überlegen gerade, Lydia. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass... Es kommt drauf an vom Platz her. Ne? Ich könnte mir echt vorstellen, das mitzunehmen auf unsere Chorreise jetzt, die ja bald stattfindet im Juni. Mal gucken. Ansonsten, das in Kombination, ne? Also erst duschen mit dem wundervollen Duft und dann danach die Bodylotion. Bombe.
Und dann noch die Handmaske, die kommt, glaube ich, die darf auf jeden Fall in meiner Nähe bleiben. Tausend Dank. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur sagen, tausend Dank. Es lieb, wirklich, man spürt auch, dass du dir so Gedanken gemacht hast. Die liebe Lydia schaut mich auch wohl schon länger, hat dann auch irgendwann sich einen Ruck gegeben, ist auch genau mein Alter, ne? Ich hoffe, ich durfte das sagen, weil ich finde, ich habe irgendwann zu Lydia gesagt, wie alt bist du eigentlich? Ne? Ich tippe mal so auf Anfang 30. Und da hat sie gesagt, boah, also mein Alter hätte ich nie geschätzt, weil ich finde, die Lydia ist auch so jung geblieben, frisch, spritzig, auch in ihren Videos ist immer irgendwas, was den Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das finde ich in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn es einem vielleicht mal schwerfällt und man hatte keinen guten Tag oder man, dass man irgendwo das Lachen nicht vergisst, das Lächeln. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als wir hatten jetzt neulich auf dem Sängerfest einen Auftritt, da waren mehrere Chöre, 18 Stück, glaube ich, insgesamt mit uns. Und da habe ich auch mal geguckt, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du ein Lied singst, ein fröhliches Lied, ja, die meisten Lieder sind ja eigentlich lustig, fröhlich, auch wenn es volkstümlich ist. Wenn da aber einer stocksteif steht und so singt, ein fröhliches Lied und traurig guckt oder ganz neutral und gar nicht mal... Wir hatten neulich vor ein paar Monaten eine, ich weiß nicht, wie die im Fachjargon heißt, nicht eine Stimmbildnerin, das war eine spezielle ausgebildete Frau, die dir sagt, wie du zum Beispiel den Gesang körperlich rüberbringen kannst. Wie kann ich mich mehr öffnen? Weil manche denken vielleicht auch gar nicht, die Ding kommt. Manchen, ich weiß, ich halte jetzt hier gerade einen Vortrag, aber ich finde es halt wichtig, dass man zeigt, boah, mir geht's jetzt gut, ich freue mich, ich lächle dich einfach mal an. Es gibt Menschen, die gucken gerade ganz traurig und wenn du denen die Blicke sich treffen und man lächelt, manchmal lachen die dann zurück und weiß ich nicht. Ich finde das schön, ja. Und so, so einfach zu lächeln. Und es ist halt wichtig, auch im Chorgesang, wie gesagt, du singst ein fröhliches Lied, dann zeigt das auch körperlich, dann in deinem Ausdruck, wie der Körper sich gibt, wie du dich bewegst. Man kann Lieder ja auch ein bisschen pantomimisch und darstellen und so. Ne? Wir machen ja auch zum Beispiel, auch jetzt im Pustertal, die Chorreise, da singen wir auch das Lied It's Raining Man von den Weather Girls und da haben wir viel mit Bewegung auch. Wir haben Lieder, da wechseln wir die Position, die Position. Und das sind so Sachen, das finde ich ganz, ganz großartig. Ne? Und ich finde viel... man muss versuchen, das, was man fühlt, was man gerade singt, das auch zu zeigen. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Amen. Nein, es ist einfach so schön, wenn man liebe Menschen kennenlernt. Wenn man den Leuten auch sagt, dass man, so wie ich das jetzt hier gerade mache, dass man Danke sagt. Danke, danke, ich freue mich, ich hoffe, das kommt auch so rüber, aber ich denke schon, ich bin wirklich... weiß ich nicht, ich bin gerade hin und weg hier mit Edelstein. Es gibt so, so viele tolle Steine und der Achat, jeder hat was Besonderes. Das ist Natur pur. Ich danke dir von Herzen. Alles, auch eben schon das Zuschauerpostvideo, alles. Hier, Lydia, ich danke dir von Herzen. Und ich rieche heute, also beim Singen, ich werde mir, glaube ich, gleich auch noch den anderen und vielleicht auch noch die Füße gleich ein bisschen mit dem mit der Bodylotion, Zeit für Gemütlichkeit, das passt einfach, das passt einfach, das ist was, der Duft, ja, es passt. Komm, ich rede mich um Kopf und Kragen. Lydia, tausend Dank für dieses wunderschöne Geburtstagspäckchen, was du mir zugeschickt hast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ja, freue mich jetzt, vieles ausprobieren zu dürfen. Tee trinken und so weiter und so fort. Das Serum hier finde ich sehr, sehr interessant. Schöne Sachen, wirklich. Ich danke dir. Und ich danke euch, lieben Zuschauer, liebe Abonnenten, für eure Treue, fürs Zuschauen, fürs Däumchen geben. Bewertet bitte meine Videos. Das ist dann das, man braucht nicht immer was schreiben unbedingt. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr mir ein paar Worte da lasst. Aber wenn ihr an das Däumchen nach oben denkt, wenn euch das Video oder wenn dir meine Art und Weise gefällt, wie ich das hier mache, dann ja, würde ich mich sehr freuen über Feedback. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, entlasse ich euch jetzt und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder
mit dabei seid. Und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.